Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Literaturfreunde, unser heutiges Thema, die Tomate als literarischer Anlass. Seit die vereinigte europäische Tomate schmeckt, wie sie schmeckt, ist aus dem kulinarischen Genuss ein literarischer geworden. So lassen Sie mich dann also referieren über das Gewordensein des Genres Tomate. Wer von uns erinnert sich nicht noch an die leicht verderblichen Tomatenfrüchte unserer Großmütter? Sie wuchsen auf dem unsortierten Mist unserer ahnungslosen Vorfahren und neigten dazu, rasch matschig zu werden. Dieses unbarmherzige Schicksal kennt die moderne Tomate von heute zum Glück nicht mehr. Denn die moderne Tomate der Europäischen Union wächst nicht mehr auf Omas Mist. Nein, sie kommt direkt von Hollands schönen Autostraßen frisch auf den gemeinsamen europäischen Tisch. Als echt niederländische Designerfrucht hat sie das ewige Leben. Ist also kein vergängliches Naturprodukt mehr. Ihr Anblick ist ein einziger Genuss. Wie auch ihr Genuss einzig in ihrem Anblick besteht. Die holländische Tomate sieht zum Fressen aus, ohne es zu sein. Sie ist nicht nur rot und rund, sie ist auch sehr robust. Ja, sie verliert Form und Farbe auch nicht unter extremster Belastung und ist unbegrenzt transportfähig. Ihr Saft macht keine Flecken. Denn im Gegensatz zu Omas Matschprodukt hat sie gar keinen Saft. Auch insofern eignet sie sich vorzüglich dazu, gegen Politiker geschleudert zu werden. Hallo, wo ist sie denn? Ah, hier. Denn ihr Rot ist zwar echt, färbt aber nicht ab. Und so rufe ich denn als fleckenloser Demokrat allen linken und autonomen Randgruppen zu, kauft holländische Tomaten. Denn die holländische Tomate hinterlässt keine Spuren an der Politikerbirne. Aber, aua, ich rufe auch allen literarischen Gemüsefreunden zu, Augen auf beim Tomatenverzehr. Denn mit geschlossenen Augen lassen sich holländische Tomaten selbst von Feinschmeckern nicht unterscheiden. Von Gurken, Äpfeln oder Birnen gleicher Nationalität. Danke.